Hier kriegst du Ölfässer, hier kriegst du Ölfässer. Haben wir Platz. Okay. Kommst von hier unten. Gehst hoch. Ärmchen weg. Was? Oh, wir müssen dann dich wegmachen. Dich. Ich kann das nicht bauen, weil da Fässer auf dem Boden liegen. Ernsthaft? Okay. Ich wusste nicht, dass Gegenstände auf dem Boden das wirklich blockieren können. Okay. Wieder was dazugelernt. Du müsstest kurz weg. Viel zu viel Zeug eingesammelt, ja. Wo bist du? Das ist eine Substation. Da. So. Okay. Zeug. Da rein. Das da rein. Strom steht völlig falsch. Gib mir. So. Und jetzt hätte ich gerne den Zug. Ach Gott. Kann ich nicht einfach irgendwie eine ganze Reihe von Roboports bauen und dann fliegen die dahin oder ich mache Fließbänder? Nee, es geht nicht. Weil ich muss ja lernen, wie das funktioniert und so weiter und so weiter. Ich komme mir gerade vor wie so ein kleines Kind. Ich will aber nicht lernen. Ich will doch bloß ins nächste Level. Okay, das sagen... Ja doch, heutzutage würden Kinder das auch sagen. Du, wir brauchen mehr blaue Ämchen. Du, da, so. Vor allem in so einem quengeligen Ton. Oh, hier... Ja, es könnte doch hinhauen, warte. Nee. Es haut ganz knapp nicht hin. Och, Jungens. Okay, dann keine Pufferkisten. Keine Pufferkisten für euch. Es geht alles direkt da rein. Damit müsst ihr leben. Da, da, da. Hey, TF? Oh, du verarschen, oder? Ich kann es direkt daneben bauen, aber nicht dahin, wo es eigentlich hin soll. Das heißt, ich muss dann mit den roten langen Armen arbeiten. Das könnt ihr sowas von knicken. Oh, wir brauchen dann noch eine Reihe von roten Kisten. Okay, weg, 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 weg. So, Charakterbau. 15 rote Kisten. Wir haben ja die Ressourcen, ne? Okay. Das heißt, das ist jetzt die neue Home-S-Station. Weg mit dir. Home-S. Wer unter dem Ding da? Ich kann dich nicht bauen, weil da keine Gleise sind. Okay. Kein Problem. Gleise. Ah. Da. Du brauchst ebenfalls ein so ein Dingens da für Sprit. So. Da reinkommt Holz. Ja. Holz. Kannst euch ein bisschen mehr drin haben. Und für Notfall noch Kohle. 100 Stück. So. Du bist Home S. Okay. Wie, das klappt hier nicht vom Aufbau. Das ist... Das sieht gut aus. Was? Ein Repair Pack ist im Weg. Okay. Du da. Komische Roboter sind im Weg. Die lassen wir mal frei. Fleet. So. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht machbar aus. Schön. Okay. Wir haben jetzt hier die Kisten. Wir haben da die Kisten und ja, greift mir doch an, ist mir egal. Wir haben überall Türme und wir sind mächtig und was? Roboter werden zerstört? What the fuck? Was? Was machen Bau... Egal. Ein Problem zurzeit. Gib mir noch eine rote Kiste.
du da. So. Ihr. Na, da müssen sogar noch. Wir müssen die Ölgeschichte auch noch machen. Wie? Also theoretisch müsste hier eine von den Kisten blau sein. Und die befüllt denn das Ding mit den... Die ich müssten wir ändern. Die befüllt das Ding dann mit leeren Fässern. Das heißt, hier rein kommen jetzt leere Fässer. Nur 10 Stück. Und die Ärmchen hier müssten alle intelligent sein. So. Die dürfen keine leeren Fässer rausnehmen. Richtig? Richtig. Weil sonst werden da nie Fässer drin sein, weil der reinlegt ja an dem raus und dann tut ein anderer Eisen rein und schon ist kein Platz mehr für das Fass und das Ding ist, ne, ohne Fässer. Also, die müssen rausnehmen. Was wollen wir da unten abbauen? Kupfer. Kupfer rausnehmen und volle Fässer. Okay, Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. So. Das Ding ist jetzt okay. Ist am Stromnetz angeschlossen. Hat an der richtigen Höhe die Haltestelle. Ich weiß nicht, ob er die richtige Höhe Haltestelle hat. Ich glaube schon, dass es die richtige Höhe war. Hat die richtige Haltestelle, hat die Truhen alle richtig. Okay, wir fahren dich jetzt mal... Stopp. Wir fahren dich jetzt mal runter. Halten an. Halten an. Bauen dich einmal komplett um. Home S. Home S. Home S. Öl 1, Erz 2 nach oben. Home S. Was? Oh, habe ich jetzt gerade. Erz 2 nach oben. Home S. Erz 2 nach oben. Öl 2, Erz 2 nach oben. Hier. Warum setzt du das immer wieder da oben hin? Ich will hier unter Erz 2. Home S. Alter, Junge. Jetzt baut das richtig hin. Okay. Du raus. Erz Home, Erz Home, Erz Home, Öl, Erz Home. Gut. Go. Au. Arschloch. Gut. Lichter weg. Mit den Lichtern spiele ich irgendwann mal rum auf der Teststrecke. Ich brauche jetzt Ressourcen, verdammt. Also, wo ist der andere Zug? Du, okay, du bist hier. Du hältst immer an Home in. Alles andere bleibt wie gehabt. Licht weg. Ah. Home N. Home N. Weg. Home N. Home N. Öl 1, Erz 2. Ist hier irgendwie gerade verschoben. Okay, da. Öl 1, Erz 2, Home N. Erz, Home, Erz, Home, Erz, Home, Erz, Home. Okay. Go. Zeigt mir, dass es funktioniert. Zack. End- und B-Laden. Zigtausend Roboter kommen angeflogen. Schnappen sich Zeug, fliegen weg. Und dem. Naja, und Radarschüssel aufstellen, bevor ich es jetzt schon wieder vergesse. Bau da eine Radarschüssel hin. Bau da noch eine Radarschüssel hin. So. Jetzt wäre es cool, wenn jetzt noch der Erzzug ankommen würde. Also beide Züge gleichzeitig da sind. Aber man kann nicht alles haben. So, du rast los. Und fährst jetzt nur bis zu Erz 1, der ebenfalls keine Radarschüssel hat. Radarschüssel bauen. Wer hat auch gelacht. Radarschüssel? Oh, und da ist unser viel zu schneller Zug. Der aber punktgenau landet. Sehr schön. Radarschüssel? Ach, Kampfsachen, okay. Ähm.
Die Zeit reicht zum Entladen. Und dann müsst ihr gleich wieder losfahren. 30 Sekunden. Könnten Home... Ja, wir können es ja 5 Sekunden schneller machen, aber müssen wir nicht. Sehr, sehr schön. Das war's. Jetzt werden die beiden durchgehen, hin und her fahren, ihre Sachen abliefern und alles ist cool. Hoffentlich. Irgendwie kommt der Erztransporter, der Eisenerztransporter von oben nicht wieder runter. Das, ah doch, da kommt er. Oh, ist so lange gebraucht. Das ist eine ganz direkte Strecke. Ja, komisch. Egal, ich baue jetzt hier, da oben bei Erz 1, die Radarschüssel hin. Auch, ja, ist primär dafür da, um zu gucken, ob der Zug da ist oder nicht. Nichts anderes. So. Genau. Haben wir auch hier Radarabdeckung. Das heißt, hier fehlt ein kleines Fitzelchen. Erz 2 fehlt komplett. Und hier zwischen... Oh, ist da ein Loch. Oh, das ist nicht cool. So, das Kehlgleis, das Sackgassending können wir ruhig da lassen. Die Gleise hier hinten sind alle für die Katz. Die brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Aber okay. Die schnappe ich mir mal kurz. Lalalala. Wir haben keinen Platz im Inventar. Aber ist okay. Ich bin jetzt einfach nur heilfroh, dass ich ein bisschen was dazu gelernt habe, wie das Ganze funktioniert. Und dass es läuft. Es wäre schön, wenn ich den Rest auch noch begreife, bevor wir mit den Zügen anfangen in der nächsten Welt. Aber es war auf jeden Fall gut, dass wir es jetzt gemacht haben. Ist hier alles okay? Ist nur zu wenig Öl, ne? Hey, jo. Nur zu wenig Öl. Okay. Fässer sind hier genug, also... warum holt ihr alle leere Fässer? Optimiere mal ganz kurz. Dich baue ich nicht ab, Walter. Ne? So. Das heißt, es holt jetzt nur einer leere Fässer und der ist auf das da reduziert. Das reduziert schon mal doch das Gefahrenpotenzial von hier hinten ein wenig. Und hier können wir euch auch abbauen. Wir werden niemals 3 Kisten voll bekommen. Wir kriegen, eine kriegen wir vielleicht voll, wenn der Zug 10 Folgen lang nicht fährt und Sachen abholt. Und wir haben jetzt nicht. Okay, das können wir alles so lassen, wie es ist. Wir laufen jetzt mit den leeren Fässern und kaputten Wänden. Ich würde gerne die kaputten Wände loswerden. Gib mir bitte kaputte Wände. Okay. Wir laufen jetzt zu Öl 2. Gucken, ob wir da Fässer brauchen. Und ob wir da irgendwas umstellen können, dass da nicht auch zig hunderttausend Fässer gestapelt werden. Und in der ganzen Zwischenzeit dürfte... dürften uns die grünen Chips in der Hauptbasis ausgehen. Ah, und genau, hier wollten wir noch eine Radaranlage bauen, obwohl wir keinen Strom haben und das Ding tierisch viel Strom frisst. Ja, das macht Sinn. Du, da, schützen das Ding an der Mauer, wo die Beißer rüberbeißen können. Und bauen mehr Solarzellen. Hallo Zug. Du wirst nicht befüllt, weil wir keinen Strom haben. Es tut mir leid. Es geht nicht auf. Es geht nichts auf hier. Du, da. Brauch mehr Abdeckung. So. Bauen wir den Knick jetzt auch noch weiter aus oder erweitern wir die Basis nochmal Richtung Osten? Langsam ein wenig albern. Na gut, wozu haben wir die Zerstörroboter, wenn nicht dafür, ha? Haben wir hier eine richtige Storage Chest da hinten? Nö. Was? Okay, ich hätte gerne eine gelbe Kiste. Da. Ja. Dann würde ich gerne abbauen. Die Lasertürme. Die kompletten Wände. Und ihr seid auch im Weg.
bauen wir dann woanders wieder auf. Und die geben mir das Zeug, das ist auch nett. So, den Turm auch noch weg. Die Türme auch noch weg. Dann ist gut. Das machen jetzt gerade zwei Roboter alleine, ne? Ja, sehr schön. Könnte ich die noch unterstützen? Haben wir zufällig die Bauroboter dabei? Ich sag hier gerne mal Roboter ein. Nee. Wir haben kaputte Roboterarme. Spiel ist zu geil. Okay, stopp. Ich wollte die kaputten Roboterarme hier in die Kiste schmeißen. Was? Genau. Schmeiß Lasertürme in unseren Zug. Das ist eine herrliche Idee. Gib mir Laserturret. So, du dahin zurück. Bloß nichts in der Hand behalten. Kiste öffnen, kaputte Sache reinschmeißen. Okay, alles gut. So, Mann. So, jetzt bauen wir das Ganze hier nochmal neu so wieder auf. Also, Turm kommt direkt ran an das, Gott. Das da. So. Hier einmal durch. Das da weg. So.